Moin Freunde, schönen guten Tag, willkommen auf unserer Lost Place Tour. Wir werden heute mal in das Gebäude gehen, was ich gerade gezeigt habe. Und ja, gucken mal, was uns so erwartet. Erstmal noch Licht an. Was? Du hast ja schon an, ne? Was habe ich an? Hast du noch nicht an? Nein, ich habe kein Licht an. Ich glaube, hier brauchen wir auch noch nicht. Und dann sollen sie durch die Tür kommen. Die Tür ist auf. Ich filme, ja. Du erst nach unten können. Können wir machen. Ach, hier lassen wir noch nicht. Naja, ich guck, dass es damit keiner in die Tür zuschieben kann. Dass es damit keiner in die Tür einfach hinter einem zuschieben kann. Ja, wir wollen auch welche gucken. Kopfstützen liegen schon auf dem Boden. Was? Die Kopfstützen liegen schon auf dem Boden. Ja, die sind abgefallen. Die haben sich von da gelöst. Einer schön Leergut gesammelt. Oder was auch immer. Hier hat sich auf jeden Fall schon einer einen Schlafplatz eingerichtet. Okay.
Aber ist alles schon am Schimmeln, also der ist schon lange weg. Hoffe ich. Kriegt auch noch Pässe. Ich denke mal, diese Wanne da ist vielleicht seine Toilette. Was hat er reingepisst? Vielleicht. In den Smirnoff-Container? Jede Menge Batterien auf jeden Fall. Ja, ein Topf. Ich könnte mir vorstellen, da. Curry. Ich glaube, da sind hier noch. Vielleicht vom Curry King. Hier dreht. Ja. So ist er, ne? Dann wollen wir den Schlafplatz. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich eigentlich noch wohnt. Gewohnt hat. Maus. Ja. Und du sag mir nochmal, dass sie hier noch wohnt. Ich komm. Ich sag, und du sag mir nochmal, dass er da bestimmt noch wohnt. Warum nicht? Ja, weil da Socken lagen, die schon dick Schimmel drauf hatten. Sehen, wie weit das geht. Ach, guck mal, das war das rosa Zimmer. Da sind die Rohre rosa. Ich glaube, das war das Toilettenzimmer. Ja, was war? Toilettenzimmer. Hier war keine Toilette drin. Nee, aber da war nicht überall Klopapier oder so. Ja, das macht nichts. Flasche, die stand da letzte Mal schon. Da ist ja eh zu Ende. Das ist ja dieser Dings, wo der Sand ist vom Filtern. Von den Dingern. Mhm. Der Filtersand ist dahinter. Mhm. Ja. So, dann auf jeden Fall auch gucken. Mal wir dann irgendwann pixeln müssen. Pass auf, Dose. Ja, die Räume sehen ja alle gleich aus, ne? Bis auf hier. Hier ist irgendwie ein Waschraum gewesen. Die Sachen lagen letztes Mal auch schon da. Mhm. Ey, das ist übrigens das erste Mal, dass wir ein zweites Mal bei einem Lost Place sind. Das ist der Bunker. Die steht da auch schon. Ja, wenn die einer bewegt, sagt sie. Die kriegst du nicht bewegt, die Tür. Wie verschimmelt diese Türen schon sind. Das ist Wahnsinn. Oh, guck mal, ein Spiegel, da sind wir. Ein Thermometer. Ja, und wir haben jetzt geschmeidige 13 Grad. Ja, das merke ich. Wieso, kann man Handtücher aufhängen? Nee. Und hier ist Toilette. Bartoilette. Ist natürlich nicht mehr, kein Trinkwasser. Ach, guck mal, da ist so eine Anzeige, wie viel Liter Wasser noch drin sind. Leitungsinhalt. Wahnsinn. Ach, hier ist der Behälter drüber. Leute,
Hier ist der Wassertank drüber. Das ist der Wassertank. Der ist leer jetzt. Wahrscheinlich. Ja, der ist leer. Krass. Wahnsinn. Na hier, und das sind die Kissen, die da hinten abgefallen sind. Die sind einfach nur hier geklebt. Da. So sind die geklebt. Sind die nicht ein bisschen hoch für Kopfstützen? Was? Vielleicht bin ich einfach nur zu klein. Ich probiere das jetzt mal aus. Ja, passt da genau rein. Echt? Ich habe nicht gedacht, dass das passt. Ja, natürlich. Ich dachte, ich wäre ein bisschen zu klein dafür. Was ist das? Verbandsmaterialien? Ja, irgend sowas. Und hier? Ach, guck mal, das sind Brettchen oder was? Ja, die sind hier überall. Holztechnik, ja. Nein, das sind das sind dieselben. Ach, die habe ich gar nicht gesehen. Letztes Mal, die liegen einfach hier oben. Muss ich umgreifen, sonst geht's nicht. Die sind einfach hier oben so drin. Das sind ganz normale Schneidbrettchen für Frühstücken und sowas, denke ich. Da sind ganz viele auf einem Raum. Ja, weil sie die hier gesammelt haben. Und dafür ist hier keiner. Hm? Und hier ist keiner. Ja, da hinten auch nicht. Nee. Vielleicht hatte einer auch mehr Hunger als andere. Das mag sein. Krass. Ich meine, ich war ja selber schon in so einem Bunker. Damals bei der Bundeswehr. Aber ich habe da eigentlich nicht so richtig aufgepasst, was die so erzählt haben. Hätte ich mal. Hätte ich mal aufgepasst. Hättest du mal aufgepasst. Hätte ich doch mal. Das aber nicht. Hätte ich aber nicht. Ja, da ist so ein Ackerschnacker. Anschlusskasten für OB-Feldfernsprecher. Ja, Ackerschnacker. Da konnte man dann hier und, unten mit den ganzen anderen Bunkern wahrscheinlich auch noch quatschen. Ja, wann die wieder ausrücken und sowas. Ja, war ja wichtig. Ja, wenn man dann hier lang latscht, zack, zack, da steht noch eine Bierpulle. Ach, hier ist da ist hier der Ausgang. Okay. Da ist der Ausgang. Ja, da kommt man dann nach da oben raus, denke ich. Da, oder erst noch da rechts rüber und dann hoch. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ich kann auch nicht reinkrabbeln. Ja. Ja, da ist immer noch der tote Vogel. Ein Teil da und das Mittelteil fehlt. Hm? Ja. Ja. Ja, der Vogel kommt hier nie wieder raus. Ja, aber wo ist das Mittelteil vom Vogel? Ja, hat die Katze sich gesnackt. Ja. Siehst du? Ein Flügel da, ein ja. Flügel da. Das ist der Lauf von den Leben. Looks like. Ja, hier ist das nochmal in Heile. Ja, ob man das so überhaupt sehen kann mit den Lampen. So ist vielleicht besser. Wahnsinn. Wer sich diese Technik hat einfallen lassen. Krass. Da waren wir schon. So, hier ist wieder alles schimmelig. Das ist wieder dieses Offizierscasino, wo die Leute, die Offiziere und Offiziere, Feldwebel und so, die haben hier abends gesessen, Fußball geguckt, gequatscht, überlegt, was für Sachen die nächsten Tag mit uns machen wollten. Mit dem Mannschaftsdienstgraden. Hier gab es früher Tee. Was? Hier gab es früher Tee. Ach, guck mal, Leute, das war gar keine Kneipe, das war nur die Teeküche.
Dress me up. Kostüm, Herren, Herren, Kostüm, Klosterbrüder. Was ist das für ein Service hier? Bedienung. Gibt nichts zu saufen. Ja, dann geh wieder raus. Wir haben keinen Tee mehr. Hier wurden die bösen Buben eingesperrt. Ja, wenn man einen gekriegt hat. Oh, da ist auch was geflattert worden. Das ist immer eher ein Kisseninhalt, oder nicht? Ja, sieht so aus. Ach, das kommt ja auch noch raus. Ja, da waren Ratten dran oder Marder oder Mäuse oder whatever. Irgendwas hat da rumgefräsen. Ja, dann wurden die eingesperrt, die wir noch gemacht haben. Oder auch nicht. I like the giant. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Leute, die unsere Videos gucken, die das interessiert. Ja, wie das da so aussieht und so. An, aus, raus, die Maus. Okay. Versicherung. Ach, Vorsicherung. Versicherung, du Idiot. Versicherung, nur wollen Sie Ihr Gerät noch versichern lassen? Dann gehen wir rein und gucken, was das ist. Das ist das Offizierscasino, komisch, ne? Lass einfach mal laufen. Ja, und hier ist der zweite Raum von Dings. Da haben wir schon mal einen neuen Kasten drum gemacht. Naja, so ist das. Ach, guck mal hier auf die böse Bogengitter. Und Holz. Da wäre man nie wieder rausgekommen. Ja. Oh, hier, Glöckchen. Überraschung da gelassen. Boah, gar keine Überraschung da. Mensch, nicht mal mehr Wasser drin. Na, hier ist nochmal Glöckchen. Das ist dann wahrscheinlich das von den Mannschaftsdienstgraden. Ja, hier sind noch drei Stück. Das andere ist das für die Ufze. Da war auch immer abgeschlossen früher. Schön brav. Schon lange geknabbert. Was? Schön brav die Decke runtergemacht. Ja. Als ich sowas abmontiert habe, sind die Spülungsventil-Dinger. Ja. Open the door, please. Okay. Guten Tag. Schönen guten Tag. Nichts zu sehen. Bitte sehen, sehen Sie nichts. Goodbye. Okay, wahrscheinlich derselbe Raum wie auf der anderen Seite. Wahrscheinlich irgendwie mal irgendwas was drin gewesen. Hier ist nochmal so ein Räumchen. Das ist der gelbe Raum, wie man sehen kann. Versiegelt. Der ist noch abgeschlossen, Leute. 012 ist abgeschlossen. 011 ist offen. Ach. Den haben wir letztes Mal gar nicht gesehen. Ich habe ja die ganze Zeit eigentlich aus, ne? Was? Ich habe ja eigentlich die ganze Zeit aus. Ha. Aber ich habe gerade den Stromkasten gefilmt. Ich weiß noch nicht, ob man es erkennen kann, weil das Licht so hell dagegen scheint. Da muss man reingehen. Da muss ich reingehen? Ja, das ist interessant. Da muss man reingehen. Da geht es nämlich noch weiter um die Ecke. Ich habe Angst jetzt.
Da geht's nicht weiter, das ist nur da rum, da ist zu, da war ich gerade drin. Ach, die macht doch die Tür nicht zu. Ach, guck mal, hier waren wir letztes Mal auch nicht. Ja, hier ist die Stromversorgung und Heizung für den ganzen Bunker. Und aber auch schon richtig gepflegt hier. Alles rausgerupft hier. Wahnsinn. Das kenne ich auch noch, genau, von meinen Eltern. Die hatten dort auch Warmwasserzufuhrmischanlage. Ist genauso aufgebaut wie der andere, den wir gerade hatten. Also auch hier erste Tür, wo der Offizier geschlafen hat. Da hinten wieder Toilette. Und hier dann wieder die Mannschaftsdienst gerade. Und hier unten dann, hier hinten, dann die anderen. Hier drüben auch, meine ich. Und hier ist dann wieder der Ausgang. Ey, hier liegt eine Folie drin. Was? Die lag doch letztes Mal. Hier hinten hatten wir gar nicht geguckt. Da liegt eine Folie drin, so eine Plane. Ja. Ich glaube, hier hinten hatten wir letztes Mal nicht geguckt. Hattest du einen Widerstand oder lässt sich so durchdrehen? Lässt sich durchdrehen. Ja, da ist nichts mehr mit Drehen. Ich denke mal, da muss man den Schalter erst umlegen und so. Ja, dann gehen wir jetzt nach oben, würde ich sagen. Und das? Das waren halt die Gewehrständer, ne? Da hatte man dann die Gewehre reingestellt und dann Zweirad Union Nürnberg. Ja, wir sind in Nürnberg auf jeden Fall. Mal eben eine kleine Samstagstour gemacht nach Süden Nürnberg. Ja. Und hier sind auch noch welche. Und das war dann insgesamt für 2, 4, 6, 8, 9, 9, 18, 27, 36 und nochmal 18 sind zu viele, 54. Ja. Also 54 Gewehre konnten da rein. Das gute alte G3. Obwohl vielleicht schon G36, obwohl ich glaube eher G3. Weiter geht's. Hier war das UVD-GVD-Zimmer. Da hat dann hier einer gesessen. Beobachtet, wer da reinkommt. Und wenn dann einer geklingelt hat, dann haben wir jetzt auf dem Fenster spekuliert und hat dann hier da auf den Knopf gedrückt und hat dann die Tür geöffnet. Weil die war ja abgeschossen abends.
sodass sie da nicht durchkamen. Die Verbrechers. Stube. Da stehen die Stubenschilder. Ja, auf welcher Stube gelegen hat. Da waren dann die Schlüssel, wenn keiner auf der Stube war. Ja. Hier ist dann auch schon mal eine Stube. Oder ein Aufenthaltsraum oder sowas für die Offiziere. Also Offiziere sind halt ab Unteroffiziere. So. Hier ist dann schon mal eine Stube. Die Stuben hier links und rechts, die sehen halt alle gleich aus. Alle dieselbe Größe. Alle ein bisschen größer als Knast. Alle 12 Quadratmeter oder so werden die haben. Aber auch nicht so groß. Das kann man auch mal noch ohne Licht genug sieht. Dann brauchen die volle Leistung. Das ist wieder die Tür, die letztes Mal geknallt hat. Ja, die steht immer von alleine wieder zu, ne? Ja. Ich habe den gerade auch schon wieder aufgemacht. Ja, ich weiß. Nur die hat letztes Mal so geknallt und ich habe mich erschrocken, weil ich dachte, da wäre jemand. Das eine, die steht immer wieder von alleine zu. Hier kommen wir jetzt in die Waffenkammer. Guck mal, wie schön das aussieht. Warte. Und da oben hängen Bewegungsmelder. Da in der Ecke, was ich immer dann schon sehen kann. Da oben. So, Bewegungsmelder. Schön, ne? Was denn? Wie das alles hier reinkommt. Ja, klar. Ja, irgendwann hat irgendwann mal die Scheibe kaputt geklaut. Mhm. Und jetzt kommen die ganzen Dornen und so kommen natürlich hier durchs Fenster. Haben sie Gitter davor gemacht, aber. Ja, die Gitter haben sie davor gemacht, weil das eine Waffenkammer war früher. Wir stehen jetzt in der alten Waffenkammer. Riech mal. Ja, das riecht auch nach diesem Ballistrol. Boah, schon voll vergessen, wie das gerochen hat früher. Aber das ist das Ballistrol. Und hier standen so Regale drin. So quer. Und da standen die Gewehre drin. Und hier an der Wand, da standen die Schränke. Und da waren Munition und sowas drin. Mhm. Ja, und hier hatten sie natürlich auch die Waffenreinigungssachen und sowas. Ne? Das war alles hier drin. Ja, Leute, in die Richtung gehen wir nicht weiter, weil da vorne, wo die eine Tür auf ist, da, wo der Lichtschirm rauskommt, da sind wir reingegangen und da rechts sind halt nur noch drei kleine Stuben. So wie die anderen, die wir euch vorher gezeigt haben. Ja, hier kommen wir jetzt zur Dusche und so. Hier sind die Duschen. So mit Herzchen. Herzchen aus Blut. Was sind meine Augen da? Blut. Dann gehen wir gleich nochmal gucken. Die guten alten Kartoffelsäcke. Da ist Blut. Ah, überall Blut. Überall im Blut, im Lost Place. Das ist ein Aufmacher für unser erstes Video. Ja, und hier noch eine Spritze, ne? Und eine Spritze im Lost Place. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Das ist doch ein Unterhemd, oder nicht? Ja, sicher, das ist ein Unterhemd. Das war bestimmt dieser komische Mönch aus dem Keller. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Sind wir hier doch auf einem Schlachthof? Nein, natürlich nicht. Wir können es ja sagen, wir sind in einem ehemaligen Kasernengebäude. Also im Mannschaftsquartier.
Wo werden wir natürlich nicht verraten. Die Leute, die hier waren, die wissen es wahrscheinlich. Oh ne, da hat er noch reingekackert, Doppelini reingelassen, stecken lassen, also. Direkt am Fenster. Boah, hier sind aber viele Mücken auf einmal. Gut, dass wir das Mückenzeug im Auto haben. Ja, da können wir gleich mal nachträglich was drauf schmieren. Ja, und hier haben wir früher dann alle immer gestanden, Knabberleiste geputzt. Und für die, die Knabberleiste hatten, es gab natürlich auch welche, die hatten keine. Und hier waren schon Kabel, die waren am Werk, haben die Lampen rausgeklaut wahrscheinlich. Obwohl eine ist, ja, sind beide noch da. Beide Lampen nur drin. Hm. Wer weiß, was sie da versucht haben. Vielleicht haben sie auch geguckt, wie die Bausubstanz da drunter ist. Das kann auch sein. Ja, für die Nachnutzung im Feuchtraum. Wir gehen ja jetzt auf jeden Fall noch weiter nach oben. Da sind, beziehungsweise das hier unten, das waren die Waschräume für die Offiziere. Gute Offiziere und die ganzen anderen. Doppelglasscheiben. Das ist doppelte Verglasung. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber da vorne, da ist was Dunkles. Das ist der Schacht, wo man aus dem Keller wieder hochgekommen ist, wenn man wenn Dings war. Lacht die Tür letztes Mal schon hier? Alarm. What the heck? Hä? Was ist das denn? Leute, habt ihr das gehört? Auf einmal voll die Sirenen hier. Aber die Tür lag letztes Mal nicht hier. Ach, wie schön das aussieht. Guck dir das an. Ja. Hier sind die Mannschaftsdienst gerade gewesen. Na, sieht aber genauso aus wie unten auch. Da war die, so eine Waschküche quasi, wo man seine Sachen auswaschen konnte hier für Flur putzen und so. Hatte man ja immer abwechselnd im Dienst. Toilette. Boah, hier waren sie drin und haben wieder richtig was gemacht. Wir können es ja sagen, wir waren vor 2 Wochen schon mal hier, total unvorbereitet. Wir hatten kein Pocket in der Pocket. Und obwohl wir den doch in der Pocket hatten, aber ist ja Peng. Ja, und hatten dann nur mit dem Handy gefilmt. Und als wir dann geguckt haben, war die Qualität richtig mies. Und dann haben wir gesagt, wir... gesagt, wir fahren hier noch mal hin. Da sieht man ja die ganzen Räume. Hier ist natürlich so genau. Ja, aber nee, das war schon so, weil hier waren so Zettel und sowas drin. Mhm. Überall. Ja, teilweise standen noch Pokale und sowas, wenn man mal irgendwas gewonnen hatte. Das lag letztes Mal noch nicht. Die Decke. Die gute Bundeswehrdecke. Schon alles. Ja, der war ja letztes Mal auch schon da. Alles kaputt, haben sie die Scheibe reingeschmissen, die Idioten. Da den Sorgungs. Da, Daumen hoch. Bundeswehr ist toll. Aber mir geht es ja eigentlich um den Spruch. So,
Soll ich auch vorlesen? Ja, lese mal. Da steht, Gott und die Soldaten verehrt man in den Zeiten der Not. Doch ist die Not vorüber und die Zeiten gewandelt, wird Gott halb vergessen und der Soldat schlecht behandelt. So ist es. Die Soldaten sind nur wert, wenn sie uns in den Arsch retten. So, und hier war von irgendeinem Offizier oder so. Wahrscheinlich der Spieß oder so, das war dann die Kabine vom Spieß. Weil der hatte dann auch so ein extra Klöchen, eine Dusche und hier noch einen kleinen Abstellraum. War dann so angelegt wie so eine kleine Wohnung. Ja, und das war dann so meine zweite Stube. So, die war aber ungefähr so bis hier, ne, so Meter, Meter 20 und dann war diese Wand weg. So komplett. Ne? Man hatte dann eine große Stube und hier war dann halt so ein kleiner Abstellraum noch drin, wo man Besen und so weiter reinschmeißen konnte. Ja, und da hinten haben wir dann halt noch unsere Fläche mit ein Bett stand so und hat standen zwei Spinde und so. Ja. Das war dann mal eine zweite. Jetzt gehen wir nochmal höher, da waren wir letztes Mal nicht. Oh, guck mal, Tic-Tac-Toe gespielt und keiner hat gewonnen. Das ist aber ein Scheißspiel gewesen. Auch bei uns damals in unserer Batterie war ich auch nie oben. Ausbildungsziel. Ach, dann kraxelt er. Ganz oben. Da muss er hin. Und irgendwie erinnert der Typ mich an unseren Spieß damals. Ja. So, geht das noch höher? Nee. Das sah aber auch gemütlich aus hier oben. Das sieht auch. Ach, das war ein Aufenthaltsraum. Da in der Ecke kommt schon ein Fernseher. Hier wachsen Pilze. Okay, die Stuben sind wahrscheinlich genauso aus wie alle anderen. Keiner mehr drin. Man kann das Fenster mal zumachen. Das Fenster aufsend, macht die immer zu. Weil hier sieht man schon die Stelle, wo es nass geworden ist. Das muss ja nicht sein. Nein, nur weil irgendwelche Idioten die Fenster aufreißen, heißt das ja nicht, dass das so bleiben muss. Man kann die Tür noch ganz aufmachen. Dann braucht man keine Angst haben, wenn man da reingeht. Okay, die Bremse. Dann machen wir sie zu. Hast du einen Vogel gesehen, der fest? Wofür? Da. Da guck mal, wie der Stromzähler knattert. Bleib mal stehen. Ist er jetzt weg? Ja, das ist freilich. Hier wohnt ein Geist, der jedem, der zu lange scheißt, von unten in den Popo beißt. Natürlich auch nichts mehr zu sehen. Für alle, die mich noch niemals gesehen haben, da bin ich. Absperrventiler. Und hier sieht natürlich genauso. Ach, guck mal, hier oben ist noch alles ganz. So weit, hier kann man noch reingehen. Der Dreck, der hier reingekommen ist. Unser Spieß hat uns den Arsch aufgerissen, wenn er damals so ausgesehen hätte. Aber die Klotüren mache ich nicht auf, Leute. Nicht mal bei 500.000 Likes. So, jetzt ist es raus. Doch, Boden. Hier geht's.
jetzt noch nach oben, Leute. Dann gehen wir mal in den Dachboden gucken. Dann schauen wir auf zum Ball. Ich denke mal, Pulli. Na, guck mal, hier kann man schon durchgucken auf die andere Seite. Aber wir machen uns natürlich für euch die Arbeit und gehen darüber. Gar kein Problem. Und hier waren einzelne Abteile. Kann auch mal für euch durchgehen komplett. Der Boden macht einen soliden Eindruck. Schub, weg ist er. Vogel, dass so es aussieht. Ja. Da hinten da scheint noch ein bisschen links zu liegen. So ein paar Dachpfannen. Ja, schon Schwachmaten die Dings kaputt gekloppt. Die Tante bleibt da hinten stehen. Dann wollen wir mal in Richtung Ausgang marschieren. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich draußen. So, Freunde, wir sind jetzt durch. Ich hoffe, euch hat das gefallen. War jetzt eine Baracke von vielen. Wir haben hier viele. Jede Menge. Ja. Aber war sehr interessant, sehr spannend, besonders natürlich der Keller, die Bunker, alles noch da. Ja. Und jetzt müssen wir mal gucken. Na, die weitergehen. Wir haben noch so zwei, drei Locations. Und wollen mal gucken, wie das so geht. Und gehen jetzt auch noch weiter. Let's go! Hey, wie war das mit Abo da lassen, glauben und sowas aktivieren und so? Du bist wieder zu schnell. Na und? Na? Ich will los. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, was euch gepasst hat, was euch nicht gepasst hat. Nur so können wir lernen. Na? Und gucken wir weiter. Ja, wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, ja, könnt ihr die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr neue Nachrichten, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und ja, dann würde ich sagen, let's go! Let's go! Tiefer!